Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-2-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zu der Challenge an die Spitze und zwar im Raid Garten der Erlösung. Die Challenges, die wechseln wöchentlich, das heißt, wenn ihr eine andere Challenge habt, müsst ihr einfach warten, bis diese Challenge wieder aktiv geht. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf den Raid klickt. Hier auf der linken Seite wird das angezeigt oder wenn ihr im Raid steht und den Geist nach vorne nehmt, könnt ihr das auch nachgucken, welche Challenges aktiv sind. Nun gut, fangen wir aber an. Das Ganze ist in der dritten Phase vom Raid zu meistern. In der Infokarte sonst ein Guide, wenn man nicht weiß, wie diese Phase funktioniert. Hier bei dem konsekrierten Geist müssen wir das Ganze abschließen. Sie ist eigentlich relativ einfach. Wir dürfen einfach immer nur 10 Partikel aufs Mal abgeben. Das heißt, ihr dürft keine 5 Partikel abgeben, wenn ihr zu diesem Turm lauft. Es müssen immer 10 sein. Ist also relativ einfach. Die Spieler, die Partikel sammeln, müssen immer 10 Stück sammeln und immer 10 abgeben. Das Ganze hat einen kleinen Haken bzw. ein kleines Problem. Die Spieler, die Phase mehrfach gespielt haben, wissen, in der Regel gibt man 5 ab, damit man den Turm direkt verteidigen kann. Da gibt es einen kleinen Trick am Anfang und noch einen anderen Trick, wenn man ihn nicht in der ersten Phase töten kann. Wir sehen relativ früh schon, wo der Turm steht. Das heißt, wir können da schon schnell hinlaufen. Ich habe jetzt diesen Posten übernommen. Wenn wir nämlich am Anfang den Turm verbinden, also eben um dieses ganze Gebiet zu starten, kriegen wir den Erleuchtet-Buff drauf. Das bedeutet, ich habe hier am Anfang schon die Möglichkeit, wenn ich direkt hier hinrenne, denen die Schilde wegzuschießen, um sie dann zu töten, um hier ein bisschen Zeit rauszuholen. Ist also relativ einfach. Ihr verbindet euch am Anfang, um dieses ganze Gebiet zu starten, um den Boss zu holen. Ein Spieler rennt schon mal zum Turm mit dem Buff, nimmt die Schilde den Feinden weg und kann so ein bisschen Zeit rausholen. Das andere, beziehungsweise der andere Trick, wie man sie aufhalten kann, dazu komme ich gleich, wenn man in der ersten Phase den Boss nicht töten kann. Bedeutet, ich gehe jetzt zurück, sammle 10 von diesen Partikeln und dann fängt die Schadensphase an. Wir machen Schaden auf den Boss. Wenn er stirbt, dann haben wir die Challenge natürlich geschafft und wenn er nicht stirbt, gibt es hier nochmal einen kleinen Trick, um auch in der zweiten Phase oder in der dritten Phase ein bisschen Zeit rauszuschinden. Wenn wir also jetzt in der zweiten Schadensphase sind, beziehungsweise wenn der Boss eben nicht tot ist und sich das Ganze nochmal wiederholt, kann auch ein Spieler, und damit man das gut sieht, habe ich das übernommen, direkt schon mal zum Turm laufen. Das wird eben angezeigt mit dem weißen Strahl, der in den Himmel geht, damit man direkt weiß, wo man hin muss. Und wir können die Goblins einfach zurückschieben. Ein Warlock ist hier natürlich am effektivsten, weil er sich selber heilen kann mit der Granate oder auch mit dem Rift. Und wir haben die Möglichkeit, einfach immer wieder an den Goblins vorbeizurennen. Ihr seht, sie schlagen in dem Moment zu und wenn sie zuschlagen, bleiben sie logischerweise stehen. Wir können sie auch zurückschieben, wenn sie zu nah dran sind. So können wir hier ein bisschen Zeit rausholen, bis der erste 10 Partikel gesammelt hat. Und dann geht es eigentlich seinen gewohnten Gang, wie man das kennt. Die letzten Partikel sammeln, das heißt immer 10 Stück, der Boss kommt, den Boss töten und dann habt ihr die Challenge eigentlich geschafft. Und wenn ihr sogar noch eine dritte Schadensphase bräuchtet, wisst ihr ja, wie es funktioniert. Eben die Goblins kann man zurückstoßen, man kann an ihnen vorbeirennen, dass sie zuschlagen, dass sie kurz stehen bleiben. Das wären eigentlich meine Tipps und wie die Challenge funktioniert in der dritten Raid-Phase. Gut, das war's auch schon. Lasst ein Like da, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Challenge haltet. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann!